Servus Leute, herzlich willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe. Und heute geht es mit dem iCup und da spielen wir natürlich mit Yoshi. Und zwar mit normalen grünen Yoshi, der eine andere Farbe. Wir nehmen den blauen Yoshi. Gut, was haben wir denn für Yoshi so als Kart? Haben wir da irgendwas, was passt? Jo, das Yoshi-Bike. Und das Reifen, das passt zu Yoshi als Reifen. Das sieht lächerlich aus. Ja. Nee. Nehmen wir Rallye Weiß. So. Und als Gleiter passt doch die Blume zu Yoshi eigentlich super, oder? Noch was anderes, was passen würde? Na, nicht so unbedingt. Wir bleiben bei der Blume. Blume! Und der iCup. Los geht's. Ja, gestern wieder eine Folge aus. Das war mit Absicht, damit ich so ein bisschen weniger leere Tage habe, bis dann Mario und Rabbids anfängt. Ich hoffe, das versteht ihr. Also hätten wir sechs oder sieben Tage Leerlauf gehabt auf dem 14.30-Slot. Weil noch was anzufangen wäre dann nicht so gut gewesen. Und dementsprechend, so haben wir jetzt einen Tag runter. Und für den Rest, vielleicht mache ich einen One-Shot zwischendrin. Muss ich mal sehen. Mir fällt ja schon irgendwas zu ein. 2, 1, go! Oh Gott! Hilfe! Ja, das war zu viel gewollt. Und Toad ist Zweiter! Ich hab doch gesagt, ich komm wieder! Das heißt, in diesem Grand Prix bist du also unser Erzfeind, ne? Diesmal mach ich platt. Abwarten. Krieg dich schon noch. Guck mal, Tony, ich hab was für dich. Mach dich Wächter. Hey. Mist. Das Ziel üben wir noch mal. Klappe. Verdammt, bist du hartnäckig. Verdammt, bin ich schlecht. Was ist da gerade für ein Ruckler? Oh Gott, scharf driftende Bikes und ich. Das wird eine Katastrophe. Ich habe ja gesagt, die DLC-Grand Prix werden alle schwerer. Vor allem, nein! Tschüss! Donkey, was machst du? Wehe, behalt deinen blöden Panzer für dich. Das glaube ich doch jetzt nicht. Das glaube ich doch jetzt nicht. So einer hauseigenen Strecke, Yoshi, das kannst du nicht bieten lassen. Verteidige dich. So, tschüss, Toad. Nein! So, es wird kein Blödsinn machen, jetzt sind wir vor Toad im Ziel. Eine wunderbaren Gamecube-Strecke aus Mario Kart Double Dash. Ach, ich liebe Double Dash. Wir müssen Double Dash irgendwann mal let's playen. Oh Gott. Nein, Yoshi, was machst du denn da? Ja, so einen schönen Vorsprung. Das lief so gut ein paar Kurven lang, ne? Ihr Tod, frisst das. Ja, Mann. Victory! Das war Glück! Nö, war's nicht. Ja, gut, vielleicht ein bisschen. Oh Mann. Aber geil, dass er unser Hauptrival ist. Das macht so richtig Spaß. Kann ich so ein bisschen Story einbauen? Ach ja. Excitebike Stadion! Die langweiligste Strecke des ganzen Spiels. Das ist einfach nur ein Oval mit Rampen. Das ist so. Ich meine, gut, das müsste auch das Excitebike aus rausholen. Es ist schön, dass es da ist, aber. Das gibt's nicht! Also, hat der Nitro im Arsch oder was? Das kann
kann auch noch eine Banane ausweichen. Ich glaub's ja wohl nicht. Haha, ich hab das Item und du nicht. Ja, toll, eine Kackmünze. Das brauche ich wie Kopfweh. Nämlich gar nicht. Das ist gut. Ein bisschen Schutz nach hinten. Kann nicht schaden. Willst du mich verarschen? In der zweiten Runde? In der zweiten Runde? Ist ja wohl nicht wahr. Au. Aua. Au. Sag mal. Unhöflich. Und trotzdem bin ich aber noch Erster. Was macht ihr Kacklappen da hinten eigentlich? Sag mal. Jetzt sehe ich hier. Kriegt einen Tintenfisch ins Gesicht. Zwei grüne Panzer, einen blauen Panzer. Und trotzdem schafft es nicht, mich zu überholen. Also. Das war eben härter für mich zu gewinnen. Alter. Das ist echt gefährlich hier. Ich will hier nicht mehr sein. Auch gleiche Situation wie eben. Ne! Das ist jetzt nicht wahr, Spiel. Aber du willst mich doch verarschen. Das ist jetzt... Also, komm. Und trotzdem reicht's nicht für dich, Tosa. Was treibst du da eigentlich? Ne, ich weiß auch nicht. Der Motor will nicht. Aha. Alter, zwei blaue Panzer, der schafft es nicht an mir vorbei. Es ist schon bitter, es ist schon bitter. So, nächstes Rennen bitte. Rennen Nummer 3. Boah, das erste Rennen hat echt Spaß gemacht. Das war so eng. Ah ja, sowas wie... Oh, mit dem Motorrad. Die große Drachenmauer. Die Lakitu-Strecke. Es ist eine geile Strecke, aber nicht mit dem Motorrad. Oh. Ja, Mann, du cheatest doch mit deinem Antrieb, ey. Das ist doch nicht mehr legal. Da ist der Wand. Au. Nein, noch nicht. Au. Das klappt mit dem Drift aber erstaunlich gut. Hier. Hätte ich nicht geglaubt. Dachte, ich würde überall gegendotzen. Aber es geht. Es geht tatsächlich, selbst die Kurve kriege ich hin. Vielleicht gibt es doch Hoffnung für mich und die scharf driftenden Bikes. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Das war knapp. Wieder mal ein Riesenvorsprung. Sag mal, was treibt ihr da hinten eigentlich? Ich fahre nicht sonderlich gut. Wieso war das im ersten Rennen so super spannend und jetzt passiert irgendwie gar nichts mehr? Ah, Aua. Also es tut mir leid für euch. Ich hatte echt gedacht nach dem ersten Rennen, okay, der Grand Prix wird mal wieder richtig krass, aber... Ja, wobei Toad kommt langsam näher. Er kommt näher. Wenn nochmal irgendwas Dummes passiert, dann könnte es nochmal eng werden. Aber ich glaube nicht. Ich habe noch meine Banane. Noch einen grünen Panzer. Ja, ich glaube nicht, dass irgendwas passiert. Ja.
würde sagen, damit ist der Grand Prix auch so ziemlich gelaufen. 45 zu 36, 9 Punkte Vorsprung. Also wenn wir es nicht komplett verkacken, haben wir den Goldpokal. Ja, und Toad? Weiß ich nicht. Den üben wir noch mal, glaube ich. Aber gut, was kommt denn jetzt noch für eine Strecke? Kommt jetzt nicht die Arktik-Strecke da noch? Die ist cool, die mag ich. Viele Leute... Nee, F-Zero, Mute City. Stimmt, die habe ich vielleicht vergessen. Eine meiner Lieblingsstrecken. Unfassbar geiler Musik. Mute City aus F-Zero. Und jetzt werden einige weinen, weil sie sich ein neues F-Zero wünschen. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein neues F-Zero. Es gießt jetzt mal eine richtig geile Mute City Mucke. Welches F-Zero ist denn euer Lieblings-F-Zero? Meins ist X vom N64. Ich fand GX immer so, weiß ich nicht, auch unausbalanciert. Grafik hat mir nicht so wirklich gefallen. Das ist ja alles so zu schmutzig und dreckig aus, finde ich. Und die Story war auch so, ernsthaft Leute, mit was Besserem wäre nicht in die Ecke gekommen als das. Ist schon ein bisschen peinlich. Also es war nie mein Fall. Aber dafür liebe ich F-Zero X vom N64. Und finde, das ist auch der beste Teil der Reihe. Auch vom Gameplay her. Werden mir jetzt einige widersprechen, ich weiß. Aber das ist ja das Schöne an verschiedenen Meinungen. Zu den Game Boy Advance-Teilen kann ich nichts sagen, weil die hat nie gespielt. Doch. Ein Kumpel hatte mal Maximum Velocity oder so heißt das, glaube ich. Das hatte ich mal von ihm ausgeliehen, kurz. Aber nicht lange, weil es hat mir auch nicht wirklich gefallen. Und irgendwie war ich da zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen raus aus dem GBA-Gaming. Hi. Au. Ja, natürlich. Ja, claro. Natürlich. Warum nicht, Spiel? Oh, dreh die Musik richtig auf. Sehr gut. Mein Blatt ist pumping. Nee, boiling. So rum erst. Naja, ein bisschen pumpen ist aber auch nicht so schlecht, ne? Passt ja auf. Aber beides theoretisch richtig. Aber Boiling würde besser passen bei der geilen Strecke. Au! Aber hier scheiß ab. Ich hab die Kamera nicht umgestellt, sehe ich gerade. Ich hab die Kamera vergessen rüber zu packen. Sorry, Leute. Bei der nächsten Folge kommt es dann wieder richtig die Kamera. Dann ist es nicht mehr auf der falschen Seite. Dann wird weg die. Ich hab's gerade erst gesehen. Kacke. Gewonnen! Das war nix tot. Ja, der Motor, wie gesagt, der wollte heute nicht so wirklich. Naja, kann man nicht ändern. Das erste Rennen war doch immer gut. Und mal sehen, wie es am nächsten Mal weitergeht. Im Triforce Cup dann, ne? Und da haben wir ja nicht mehr Link, weil den habe ich schon gehabt. Also wird es ein bisschen schwierig. Ich meine, ja, ich habe Mario technisch betrachtet auch schon zweimal gehabt, aber der Tanuki Mario bekommt ja sonst irgendwie keine Aufmerksamkeit. Und deswegen, Almedag, bringen wir den Blood Cup, wo er hinpasst. Mal sehen, was zum Triforce Cup einfällt. 3 Sterne. So muss das sein. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs dabei sein, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, wie das Spielchen läuft. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.